Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und einem neuen Review meinerseits. Und diesmal kommt es auch wieder aus Dänemark, um genauer zu sein aus Bakken. Und es geht um die Achterbahn Racing. Das heißt, alle zurücklehnen, es gibt wieder Geschichtsunterricht. Denn Racing ist uralt. Und man kann es nicht mehr genau sagen, irgendwann zwischen 1971 und 74 wurde die Bahn gebaut und ging dann mit Rohbrand auf die Reise, war eine reisende Achterbahn, die auch überwiegend in Deutschland auf der Reise war. Dabei handelt es sich übrigens um einen Zira Flitz Coaster, eine Flitzbahn von Zira, die so heute never ever irgendwie genehmigt werden würde wieder. Einmal sind diese eckigen Schienenprofile, die damals noch benutzt wurden, inzwischen verboten. Und es sitzt kirmestypisch ein Bremser noch an der Schlussbremse, der manuell noch bremst. Und es gibt auch keine Bügel bei dieser Achterbahn, was echt geil ist. Ich liebe Achterbahn ohne Bügel. Aber Anfang der 80er Jahre, genau kann man das auch wieder mal nicht sagen, ging die Bahn dann nicht mehr auf die Reise, sondern wurde nach Kopenhagen gebracht und da halt im Tivoli Bakken aufgebaut. Und da steht die auch heute noch und dreht dann noch ihre Runden und fährt sich immer noch mega gut. Man steigt ein in diesen Rennauto-Chasen ohne Bügel. Ist halt ein bisschen zu vergleichen mit so einem Bob. Man kann da auch zu zweit hintereinander drin sitzen. Und es sind echt unfassbar viele Chasen gleichzeitig auf der Strecke unterwegs. Das ist schon ein bisschen gruselig. Nach dem Lift, der so bergauf geht, kringelt man eigentlich die ganze Zeit nur runter und dann hat man noch ein paar Kurven und es geht auch schon wieder zurück zu dem Bremser, der da halt echt immer noch live sitzt. Den sieht man auch im Video. Und sind halt echt überall, flitzt halt mal eine Bahn vorbei. Die Front ist echt cool geworden mit dieser ganzen Rennoptik, mit den bunten Farben. Das sieht echt cool aus. Wenn man das nämlich zum Beispiel vergleicht mit der Silvermine aus dem Freizeitpark Plon, die auch ein Flitzbahn ist von Zira, die sieht nicht mehr so toll aus und hat auch nicht so ein tolles so eine coole Gesamtoptik, obwohl es natürlich zum Thema da passt, aber irgendwie sieht es doch ein bisschen trauriger aus. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die andersrum im Park steht als im Bakken. Aber man muss sagen, also die Bahn Anfang der 70er gebaut, eckige Schienen, was ja nicht negativ ist, kaum geneigte Kurven, keine Herzlinie, nix, keine Bügel und fährt sich immer noch mega gut, mega smooth. Das ist echt noch so uralte deutsche Präzisionsarbeit. Nee, aber wirklich, das ist eine echt geile Achterbahn und wenn ihr die Möglichkeit habt, so ein altes Schätzchen noch zu fahren, macht es auf jeden Fall. Vor allem im Plon müsst ihr Gas geben, Silvermine kommt bald weg. Oder fahrt halt Racing in Bakken. Bakken lohnt sich auch so. Und es ist, wie gesagt, eine geile Achterbahn. Wenn ihr sowas noch nicht gefahren seid, tut es. Es geht auch mit Black Hole auf der Kirmes. Deswegen ist es auf der Reise. Vielleicht kommt die Bahn mal zu euch. Wenn ihr auch ein Herz für uralte Achterbahnen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare oder lasst einen Daumen da. Ansonsten war es das schon. Guckt euch den Parkcheck zu Bakken an. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review Video Magazin. Peace.